Tanifki Busayon, da fei magesi birewam. Why ni tak bagam? Ya lay dogal aduna ni la. West befahl einst ein großer Zigarettenhersteller aus Deutschland. Doch im Westen ist das Rauchen out wie noch nie. Angeschlagen von Milliardenklagen spüren die Kippenkonzerne sinkende Absätze. Der Zeitgeist in den Staaten arbeitet gegen sie. Und einer der größten Lebens- und Genussmittelkonzerne der Welt fand in den Reihen seiner allertreuesten Abhängigen sogar schon handfeste Deserteure und Verräter. Dann möchte ich noch sagen, Herr Vorsitzender, dass ich durch meine 20 Jahre Erfahrung im Film- und Fernsehbusiness glaube, in Bezug auf Rauchen und Werbung mitreden zu können. Vor zwei Jahren stellte man bei mir unheilbaren Lungenkrebs fest. Ich habe 30 Jahre lang geraucht. Glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich rede. Nachdem die Zahl der Raucher in Europa und Nordamerika zurückging und der Druck auf die Tabakkonzerne zunahm, verlegten die Firmen einfach ihren Sitz nach Afrika, Asien oder Lateinamerika, denn dort können sie machen, was sie wollen. Ich heiße Ross Hammond und arbeite hier in den Vereinigten Staaten für die Kampagne Tobacco Free Kids. Wir kämpfen für weniger Tod und Krankheit durch Tabak. In den vergangenen 10 Jahren haben die US-amerikanischen Tabakmultis quer durch den afrikanischen Kontinent Fabriken gebaut. Die bedeutendsten Tabakproduzenten im südlichen Afrika sind heute Tansania, Malawi und Simbabwe. Auch Kenia gehört dazu. Die Konzerne haben sich auch in Nordafrika ausgebreitet. Und auch in Westafrika beginnt man Tabak anzubauen. Das verbreitet sich wie eine Epidemie. Der Anbau von Tabakpflanzen ist sehr arbeitsintensiv und benötigt 100-mal so viel Arbeitskraft wie zum Beispiel der Weizenanbau. Vor 40 Jahren wurde noch die Hälfte des Tabaks in den Industrieländern erzeugt. Doch heute wird mehr als 3/4 des Tabaks in der sogenannten Dritten Welt hergestellt. In Ostafrika hat man dafür Hunderttausende billigster Saisonarbeiter, die auch für einen Tageslohn von 1 Euro dankbar schuften. Afrikas Miombo-Wälder blühen von Angola im Westen bis nach Tansania im Osten. Auf einer Fläche größer als Indien ist der Miombo-Gürtel das größte Trockenwaldgebiet der Erde. Dieser Wald regelt das Wetter, schafft Trinkwasser, ernährt Menschen und Tiere. Doch der Wald ist bedroht. Ein Imker bei der Ernte. In der Kühle der Nacht stechen Insekten weniger.
Imker hängen ausgehöhlte Baumstümpfe als Bienenstöcke in den Bäumen auf. Daraus lässt sich der Honig bequem zapfen. Den wertvollen Rohstoff verkaufen sie in die fernen Städte. Die Wüste wächst. Der Wald ist bedroht. In den letzten 50 Jahren wurde Tansanias Waldbestand mächtig reduziert. Auch wenn die Konzerne erklären, dass sie aufforsten würden, das Land, das für seine herrlichen Wild- und Naturparks weltberühmt ist, wird kahl. Ich heiße John Waluye und bin Journalist in Dar es Salaam. Hier, in dieser Gegend, wurde ich vor 50 Jahren geboren und komme deshalb jedes Jahr hierher zurück. Aber jedes Mal, wenn ich ankomme, sehe ich, dass sich die Landschaft gewaltig verändert. Hier drüben waren früher lauter hohe, 100 Jahre alte Bäume. Aber die sind weg. Die Tabakbauern haben sie gefällt. Sie heizen und trocknen damit ihren Tabak. Als Journalist macht es mich traurig, zuzusehen, wie das Land voller Wälder sich in eine Wüste verwandelt. Ich will mein Bestes tun, dass sich das ändert. Die Bauern werden nicht froh. Obwohl sie seit 30 Jahren Tabak anpflanzen, haben sich ihre Lebensverhältnisse nicht geändert. Und jetzt ist auch noch ihre Umwelt kaputt. Ich weiß nicht, wohin die Leute aus diesem Dorf in den nächsten 10 Jahren auswandern wollen. Dar es Salaam an der Ostküste Tansanias. Die Hafenstadt ist für dieses Land das Tor zur Welt. Verarmte Bauern fliehen in die Stadt. Sie stranden im Elend des Großstadtdschungels. Daily News heißt die größte Tageszeitung im Land. Und John Waluye ist hier leitender Redakteur, ein prominenter Schreiber. Seit mehr als 10 Jahren sammelt er Informationen über Umweltschäden in Ostafrika. Schäden, die der Tabakanbau verursacht. Warum beschäftigen Sie sich mit dem Tabakanbau? Schließlich werden damit ja Arbeitsplätze für die Bauern geschaffen und es kommt Geld ins Land. Sehen Sie, ich stamme aus jener Gegend um die Stadt Tabora. Das ist ein Land, wo es weite Wälder gab und wo Tabak wuchs. Und diese Gegend wird langsam zur Wüste. Der Regen ist ausgeblieben. Meine Mutter lebt immer noch im Dorf und sie muss zum Wasser holen um 4 Uhr morgens aufstehen. Als ich kürzlich bei ihr zu Besuch war, weckte sie mich so früh, weil sie Wasser aus sehr weit entfernten Brunnen holen muss. Das Grundwasser in ihrem Dorf ist versiegt. Sie muss weit laufen, denn dort gibt es noch tiefgebohrte Brunnen mit ausreichend Wasser. Über den Hafen geht das braune Gold nach Übersee. Tabak gehört zu den wichtigsten Exportgütern Tansanias. Für das verschuldete Land, eines der ärmsten der Welt, ist der Verkauf von Rohstoffen eine Frage des Überlebens. Ich verfolge den langen Weg der Tabakverarbeitung bis zum Export in alle Länder der Welt. An dieser Geschichte arbeite ich schon seit 10 Jahren. Ein Tabakdorf im südlichen Hochland. Wälder und Plantagen. Hier tauscht man Holz gegen Tabak.
Der blonde Virginia-Tabak wird über heißen Röhren getrocknet. In den Ländern Afrikas verbrennt man Holz, da für Kleinbauern andere Energiequellen zu teuer sind. In 5 Jahren wurde im südlichen Afrika, zwischen dem Atlantischen und dem Pazifischen Ozean, ein Waldbestand von 180.000 Hektar verqualmt. Flue Curing heißt das Verfahren, bei dem der Tabak durch die Zufuhr heißer Luft unterschiedlicher Temperatur und Feuchtigkeit in jenes braune Gold verwandelt wird, das die Kleinbauern an Händler der Tabakkonzerne verkaufen. Benutzt du auch Feuerholz zum Trocknen von Tabak? Ja, genau. Seit 40 Jahren schleppe ich das Holz und bekam davon ein lahmes Bein. Woher nimmst du das Holz? Wir nehmen Holz aus dem Wald. Als ich jung war, gab es dort drüben einen großen Wald. Aber jetzt ist es dort kahl. Also müssen wir bei den Tabakhändlern Laster mieten und holen das Holz von ganz weit her. Der Transport ist teuer. Das Hochland von Iringa. Ein Großfarmer wie Nico Rosas braucht Holz zum Trocknen von Tabak. Viel Tabak. Es gibt nur wenige Großfarmer wie den Russos-Clan. Von ihm sind wiederum viele Kleinbauern abhängig. Doch auch Großfarmer wie er fühlen sich von der Invasion der Tabakfirmen ausgenutzt. Wir haben einen Haufen Tabak. Und damit wir diese 800 Kilo hier trocknen, brauchen wir 6 bis 7 Kubikmeter Holz. Die Tabakindustrie wird bald Probleme bekommen. Großfarmer und Kleinbauern müssen sich der Bedrohung der Natur stellen. Wenn in Tansania weiterhin Tabak wachsen soll, dann müssen Waldflächen wieder aufgeforstet werden, damit man weiter Tabak produzieren kann. Diese Großunternehmen beuten die natürlichen Quellen unseres Landes aus und sie geben ihm nichts zurück. Eine deutsch-tansanische Forschungssafari. Der Wirtschaftsgeograf Helmut Geist hatte in Tansania und dem Nachbarland Malawi am Beispiel Tabak über die tropische Agrarökologie lange gearbeitet. Zusammen mit seinem tansanischen Freund John Waluye kehrt er in die Tabakdörfer und zu den Bauern zurück und hilft dem Journalisten beim Sammeln von Indizien über eine weithin unbekannte Katastrophe. Unsere Forschungen in Afrika haben ergeben, dass für 1 Kilogramm Tabak, Grüntabak, der schließlich mit Holz aufgetrocknet wird, 20 Kilogramm Holz verbraucht werden. Also ein direkter Beitrag zur Entwaldung. In Tansania verschwinden nach übereinstimmenden Schätzungen, jetzt, die man seit Ende der 80er Jahre macht, jährlich zwischen 10.000 und 16.000 Hektar Wald aufgrund der Trockenerzeugung, der Aufbereitung durch Trocknung für Virginia-Tabak.
Da ist in der Weltrangliste der Entwaldung durch Tabak ein Spitzenwert. Tabakanbau bedeutet einen aggressiven Beitrag für die Entwaldung von Tropenwäldern. Glücklicherweise haben wir viele bewaldete Landstriche in diesem Land. Aber unsere Statistik zeigt, dass es um 1900 in Uganda ca. 31.000 Quadratkilometer Wald gegeben hat und heute davon nur noch 20% übrig sind. Das meiste wurde vom Tabak aufgebraucht. Ich glaube, in Simbabwe müssten es eher 15% sein. In Malawi, was hier drüben liegt, liegt die Abholzungsrate durch Tabakanbau ungefähr bei 26%. Wenn Sie hinkommen, denken Sie, gab es hier einen Krieg, dass die Leute das Land verlassen haben? Es ist ganz anders. Die Umweltzerstörung durch Tabakanbau ist so enorm. Nicht wieder gut zu machen. Sicher mit Folgen für andere Wirtschaftszweige wie Tourismus. Denn niemand kommt, um kahle Berge anzuschauen. Wald gibt Nahrung. Bis vor kurzem konnten die Imker hier im bescheidenen Wohlstand leben. Der Onkel des Journalisten John Waluye ist einer der Betroffenen. Die Imker erzählen mir, dass sie immer weniger Honig ernten, weil die Bienen keine Blüten der Miombo-Bäume finden und sehr weit fliegen müssen. Mein Onkel ist Imker und gewinnt nicht mehr genug Honig, weil die Bäume von den Tabakpflanzern vernichtet wurden. Onkel, was bedeutet es für dich, dass die Tabakbauern aus dem Nachbardorf die Bäume gefällt haben? Das Leben ist schwer geworden, weil wir wenig Honig ernten. Es gibt keine Bäume, also bleibt auch der Regen aus. Schau dir doch diese Gegend mal an, wie verdorrt sie ist. Die Bienen mögen die Blüten der Miombo-Bäume, aber sie fliehen jetzt, die Bienen. Bis vor kurzem standen hier überall diese Bäume, aber jetzt sind nur noch die beiden da drüben übrig geblieben. Viele wurden von den Tabakbauern aus dem Nachbardorf einfach verheizt. Der Kleingarten vor dem Haus ist ein winziges Tabakfeld. Genug zum Selberdrehen. Hellen Tabak gab es hier früher nicht. Bevor der blonde Tabak aus Nordamerika nach Afrika kam, bauten die Leute nur für den eigenen Bedarf an. Die blonden Virginia-Sorten wurden später aus Übersee importiert. Verpackt in Schachteln mit Cowboys und Kamelen haben sie einen Siegeszug um die Welt angetreten. Die Tabakkäufer kamen aus Amerika.
Diamond, Stancom und Universal hatten sich die Ländereien des braunen Goldes untereinander aufgeteilt. Viel Tabak, viel Holz, viel Chemie und Schulden für die Bauern. Im Dorf Magubike zum Beispiel leben die Kleinbauern nur vom Tabak und für den Tabak. Bauer Henry und seine Nachbarn dürfen nur bei Diamond, dem zweitgrößten Tabakhändler der Welt, kaufen und verkaufen. Diamond schafft den Tabak aus dem Dorf und Diamond bringt den Bauern Chemie, Saatgut und Gerät. Diamond verleiht Geld und Diamond treibt auch die Schulden ein. Es bleibt uns nichts zum Leben übrig. So ist das. Die Sprühpumpen sind so teuer. Und der Dünger ist auch so schrecklich teuer. Aber Pumpen und Dünger verkauft man euch doch zu Festpreisen. Ja, der Preis steht fest und ist viel zu hoch. Und wenn du das dann alles mit unseren Anbaumethoden und Erträgen vergleichst, zu teuer, das ist die Wahrheit. Diamond zieht uns auf einen Schlag die Kosten für Dünger, für Pumpen und die Holztransporte immer gleich von unserem Tabak ab. Ich habe gehört, dass in den letzten 3 Jahren hier in Magubike Tabakbauern aufgegeben haben. Viele. Wir sind noch 3, die hier Tabak anbauen. Ich und mein Sohn und da ist noch ein anderer junger Mann auf der anderen Seite, genannt Mton. Und 3 weitere junge Männer dort drüben. Aber früher, da waren wir hier im Dorf 60 Familien, die alle vom Tabak lebten. Beim Tabakanbau verbrauchen die Bauern sehr viel Chemie. Und davon haben sie dann Schulden bei den Tabakfirmen. Und so kommt ein Teufelskreis zustande, weil die Kleinbauern zu wenig verdienen und sich immer weiter verschulden. Sie werden zu Sklaven des Tabakanbaus. Herr Minister, Sie haben die Lage der kleinen Tabakbauern untersucht. Was sollte die Regierung tun? Diese armen Bauern sind natürlich nicht stark genug, um mit den großen Tabakfirmen Preise auszuhandeln. Als Verhandlungspartner sitzen ihnen Manager mit viel Macht und Kapital gegenüber. Sie haben die Bauern von Anfang an mit Verträgen geknebelt. Wenn der Markt nicht organisiert ist, dann machen die Konzerne, was sie wollen. Sie haben das Monopol. Die Regierung muss den Firmen Grenzen setzen. Die Bauerngenossenschaften mussten so harte Verträge unterzeichnen, dass die Bauern die Darlehen nicht zurückzahlen konnten. Wie viel schulden die Bauern den Tabakfirmen? Der Sprecher des Bauernverbandes meint, es wären rund 16 Millionen Euro, die unsere Bauern den 3 Firmen TITC, Diamond und Stancom schulden. Für uns ist das unvorstellbar viel Geld. Und so wachsen die Schulden der Kleinbauern mit jeder Ernte. Das liegt an den Verträgen dieser Firmen. Die sollten sich dafür schämen. Herr Dr. Taruka, ich habe gehört, dass Sie Ihre Doktorarbeit über die Tabakindustrie geschrieben haben.
Ja, zurzeit steigen hier neue Einkäufer in das Tabakgeschäft ein und sie setzen ganz einfach ihre Einkaufspreise durch. In der Vergangenheit war es ja anders. Da wurden die Preise vom Staat festgelegt. Und es war eine politische Entscheidung, die Tabakfabriken alle an diesem Ort anzusiedeln. Hier ist Diamond und hier ist ebenfalls die Konkurrenz, TITC. Gehören diese Fabriken den Amerikanern? Ja, auch diese zweite Fabrik, TITC, hat ihre Wurzeln in USA. Diese Stadt hier hat also gleich zwei große Tabakfabriken. Und vor einigen Monaten weigerten sich die Bauern eine Zeit lang, diesen Firmen Tabak zu verkaufen. Da haben die drei Großen ihre Aufkäufer ganz einfach zu einem Monopol zusammengeschlossen. Und den kleinen Bauern blieb nichts anderes mehr übrig, als nachzugeben. Ja, sogar die Regierung musste sich ducken. Diese ausländischen Firmen können den Preis des Tabaks drücken, wie sie wollen. Eine moderne Verarbeitungsanlage für getrockneten Rohtabak. Ein Großkonzern hat Fabriken auf dem ganzen afrikanischen Kontinent errichtet. Diese hier hat allein 30 Millionen Dollar gekostet. John Beghi, der General Manager, ist stolz auf das Engagement des Konzerns aus den USA. Hat Ihre Firma auch tansanische Partner? Wir haben keine tansanischen Teilhaber. Unsere Firma ist vollständig in der Hand amerikanischer Investoren, der größte Tabakhändler der Welt eben. Im vergangenen Jahr haben viele Bauern die Ernte zurückgehalten, weil sie die Abzüge zur Schuldentilgung als überhöht ansahen. Hatte der Streik Auswirkungen für Ihre Firma? Ja, das mussten wir verkraften. Aber unsere Firmen haben mit dem Ministerium gesprochen und mit anderen amtlichen Stellen, diese Angelegenheit mit ihren Bauern zu regeln. Und dort wissen sie schon, wie man das macht. The river runs free across this land. As free as the man who rides beside it. Zur Saisonzeit arbeiten hier Hunderte von Frauen. Starker Hustenreiz und 12 Stunden Akkordtempo. Ein Traumjob für knapp 2 Euro am Tag. Man muss sich das Ungleichgewicht zwischen diesen Firmen und den Ländern klarmachen. Philip Morris zum Beispiel hat im vergangenen Jahr einen Umsatz von fast 50 Milliarden Dollar erzielt. Ich schätze, dass dies mehr als das gesamte Bruttosozialprodukt der Länder Simbabwe, Tansania und Malawi zusammen ist. Afrikanische Länder, die Tabak an die Konzerne liefern, sind ärmer als solche Großunternehmen. Diese gigantischen Konzerne sind kaum zu besiegen und nur schwer angreifbar, weil sie ihre Machtposition durch Sponsoring, Spendengelder und Bestechung durchsetzen und weiter festigen. Zweifelsohne wollen die Tabakfirmen ihre Märkte ausweiten. Philip Morris hat hier noch einiges mehr zu bieten, denn sie wurden zu einem Konzernmulti in jedem Sinne des Wortes. Sie behindern autonome Gesetze fremder Länder,
Sie greifen mit aggressiver Werbung an. Sie sind eine mächtige und gefährliche Kraft auf den internationalen Märkten geworden. Unter dem Vorwand einer freien Weltordnung erzwingen sie die Öffnung neuer Länder und Absatzmärkte und drohen mit einem Handelsembargo der Vereinigten Staaten. Diese Form der Erpressung wenden diese Konzerne in immer wieder neuen Varianten an. Philip Morris wird in Verbindung gebracht mit unmoralischen Geschäftspraktiken und mit Lügen. Lügen gegenüber den Regierungen, den Medien und gegenüber ihren eigenen Konsumenten. Sie haben einfach gelogen. George Bush hat den Ruf, mit der Tabakindustrie gemeinsame Sache zu machen. Sie haben ihn durch Wahlkampfspenden unterstützt. Er ist sehr auf ihrer Seite. Die großen Einkäufer bei den Versteigerungen sind Universal, Standard Tobacco, Stancom, Diamond und die deutsche Firma Remsma. And the German firm which has come, the Remsma, they are a monopoly. They form a cartel. Diese Unternehmen haben das Monopol, bilden ein Kartell und bestimmen den Preis. Die sind viel reicher als unsere Regierung. Es ist doch ein Witz. Und dabei bleibt Malawi das ärmste Land der ganzen Region. Die Leute bei uns essen jetzt Abfälle, weil es im Land keinen Mais mehr gibt. Wir müssen Mais importieren und exportieren dafür Tabak. Macht das Sinn? Hier wächst kein Tabak. Auf einem strategisch gelegenen Schnittpunkt von Straßen und Eisenbahnen bauten die Tabakkonzerne zwei der modernsten Anlagen zur Verarbeitung von getrocknetem Rohtabak, ready for export. Wollen Sie die Produktion Ihres Unternehmens noch steigern? Wir wollen immer weiter wachsen, bis wir eines Tages mindestens 40 Millionen Pfund Tabak verarbeiten können. Haben Sie auch Kunden in Deutschland? Ja, wir haben Kunden aus Deutschland. Welche Firma ist das? Können Sie uns den Namen der Firma sagen? Nein, das darf ich nicht. Die Kunden wollen nicht, dass wir darüber sprechen. Den Namen sage ich Ihnen nicht. Aber deutsche Zigarettenhersteller kaufen mindestens 25-30% unserer Produktion auf. Habt ihr Aufträge aus Deutschland? Ja. Von welcher Firma? Ja, auch aus Deutschland. Von Remsma. Ich will den genauen Betrag für dieses Jahr. Den haben Sie nicht? Aber woher sind diese Zahlen? Sie sollten nicht so tun, als wollten Sie zurückrufen und tun es dann doch nicht. Herr Valuye, haben Sie oft Kontakt zu den Tabakunternehmen? Ja, von Zeit zu Zeit. Aber es ist sehr schwierig, an Sie heranzukommen. Diese Leute sind sehr raffiniert. Sie vermuten also, dass auch Deutsche in dieser Tabakfirma einkaufen? Yes. Since not many people know about what is happening. Ja, natürlich. Aber nur wenige wissen, welche Folgen die Abholzung für den Tabakanbau in Tansania hat und dass Remsma Tabak aus Tansania importiert.
Ich versuche mir einen Flug nach Deutschland zu organisieren und die Verantwortlichen zu treffen. John Waluye auf dem Weg nach Deutschland. Es ist nicht seine erste Reise nach Deutschland. Er hatte sein Handwerk vor vielen Jahren in Hamburg beim Nachrichtenmagazin Der Spiegel und beim Harburger Anzeiger begonnen. Das Ticket für die Safari zur Jagd auf den deutschen Tabakriesen hatten ihm alte Freunde, Kollegen von damals bezahlt. Ich bin Umweltjournalist und wegen der Schäden bei uns daheim will ich die Unterstützung der Anti-Tabak-Aktivisten im Ausland gewinnen. Die könnten ja den Bauern bei uns helfen, eine Alternative zum Tabakanbau zu finden oder ganz einfach den Tabakanbau weltweit stoppen. Sieht man hier lauter so kleine Löcher, wie so Mauselöcher. Das sind die erweiterten Ausgänge, Ausführungsgänge von den Schleimdrüsen, weil die Raucher diesen schweren chronische Entzündung haben. Das wäre normalerweise eine ganz glatte Wand. Und durch die chronische Entzündung wird die Wand immer weiter zerstört. Das entspricht ihren verwüsteten Landschaften. Er war 40 Jahre lang starker Raucher und hat ca. 20 Zigaretten am Tag geraucht. Dort sind schon Milliarden von Tumorzellen. Könnten Sie nicht eine Kampagne gegen Zigaretten machen? Das ist eine gute Idee, aber die Kampagnen gegen die Zigarettenindustrie sind ein wenig frustrierend, weil die durch ihr Geld so eine starke Lobby haben. Ich lebe in Schriesheim am Fuße der Berge. Wenn ich aus dem Haus hinunter in das Rheintal gehe, sehe ich, dass die Erdbeerfelder weg sind und dass die Bauern Tabak anbauen, weil sie von der Europäischen Union so hohe Subventionen dafür bekommen. Am Rande von Tabakplantagen in Heidelberg sitzt die Stabsstelle zur Krebsprävention. Ein kleiner Trupp entschlossener Kämpferinnen wehrt sich gegen die Flut aus den Konzernzentralen der Tabakriesen. Rauchertelefon, Entzugsberatung, Preisausschreiben und Aufklärungskampagnen sind die bescheidenen Waffen gegen ein Zweckbündnis von reicher Industrie und armer Regierung in Deutschland. Dabei hatte John Waluye viel Hoffnung in eine Zusammenarbeit mit den deutschen Initiativen investiert. You are campaigning against tobacco. Sie kämpfen gegen Tabak. Aber hier in Heidelberg, in Ihrer Nachbarschaft, wird Tabak angebaut. Wie bringen Sie das auf einen Nenner? Es ist schwer, in diesem Umfeld zu leben, das ist klar. Und wir haben auch versucht, mit den Bauern in Kontakt zu treten, um zu erfahren, warum sie nicht andere landwirtschaftliche Produkte anbauen wollen. Der deutsche Tabak ist nach wie vor, also der ist sogar gefragter wie in den letzten paar Jahren. Jede Firma sagt, ihr könnt noch produzieren, ihr könnt noch produzieren. Es ist noch Platz da. Warum?
Tabak. Das ist eigentlich die Haupteinnahmequelle in jedem Betrieb, der hier an der Bergstraße Tabak anpflanzt. Weit mehr wie das Obst und der Wein. But we hope that there will be a changement by the European Commission's politic. Wir hoffen immer noch auf einen Wechsel in der Politik der Europäischen Kommission. Anstatt den Tabak sollte man den Anbau anderer landwirtschaftlicher Produkte fördern und nach Alternativen suchen. Wir können es jetzt sagen. Also wenn ich ein Kilo Tabak verkaufe, dann sind, also erste Klasse, sind das 4 Mark pro Kilo, wo ich von der Firma bekomme. Und mehr wie 5 Mark vom Staat. Zuschüsse, Subventionen. Es ist eine bizarre Politik tatsächlich zum Tod, die eben auch von einer rot-grünen Regierung fortgesetzt wird. Es bedeutet, dass sich hier das politische Interesse durch Besteuerung von Anbau, Erzeugung und Konsum hohe Staatseinnahmen zu erzielen. Diese Staatseinnahmen sind zweistellige Milliardenbeträge fast in allen Ländern, was einen großen Blockadefaktor in einer effektiven Tabakkontrollpolitik bedeutet. Jedes Abstimmungsverhalten auf EU-Ebene oder auch weltweit sagt, dass man oft die einzige Gegenstimme von der deutschen Regierung stand. Deutschland spielt eine unglaublich negative Rolle in der Europäischen Kommission. Die Deutschen haben die Einschränkungen der Zigarettenwerbung in Europa vor Gericht angefochten. Und jetzt geht alles wieder von vorne los. Immer wenn es in Deutschland einen Konflikt zwischen der Tabakindustrie und den Gesundheitsbehörden gab, siegte die Tabakindustrie. Eine Regierung wie die deutsche ist für Weltkonzerne wie Remsma kaum mehr als ein Sprachrohr. Jesus, wenn ich so weiterrede, legen die mich noch um. Tabak bringt Geld. Weltweit steigen der Tabakverbrauch und die Umsätze der Industrie. Und die Deutschen verdienen mit. Deutschland ist eines der letzten Länder, wo Werbung für Zigaretten noch erlaubt ist. Kippen und Fluppen werden 20-fach höher bezuschusst als Getreide, damit Bauern in Frankreich, Griechenland und Deutschland weiter Tabak anbauen. Während an den Folgen des Rauchens allein in Deutschland jeden Tag 300 Menschen sterben müssen. So viel Tote wie beim Absturz eines vollbesetzten Verkehrsflugzeuges. Und der neugierige Journalist aus Ostafrika fragt sich natürlich, warum tut hier niemand was dagegen? Ich fürchte, dass die Werbekampagnen der Zigarettenfirmen in den Entwicklungsländern schlimme Folgen haben werden. Afrika entwickelt sich zum Aschenbecher der Welt. Die Zahl der Raucher steigt, weil die Tabakfirmen uns mit ihren Zigaretten überschwemmen. Und ich hoffe, dass Sie als Arzt und andere Aktivisten der Anti-Raucher-Bewegung versuchen werden, Regierungen aufzurütteln. Ich bin von der deutschen Regierung und der deutschen Position gegenüber der Tabakkontrolle sehr enttäuscht. Deutschland ist eben ein bedeutender Zigarettenexporteur. Die Position der Europäischen Gemeinschaft ist schwach und sie wird von den Deutschen beeinflusst. Dokumente der Tabakindustrie belegen, dass deutsche Tabakunternehmen enge Kontakte zur Regierung haben. Und ich hege keinen Zweifel daran, dass sie die Haltung der Bundesregierung beeinflussen. Deutschland ist einer der weltgrößten Exporteure von Zigaretten. Zwischen München und Hamburg sucht John Valuje, der Umweltjournalist, 3 Wochen lang nach Unterstützung für die Kampagne gegen die Tabakmultis in seiner Heimat und findet nur Ohnmacht bei den Kämpfern gegen Rauch und Qualm im blühenden Reich deutscher Tabakindustrie. Wir suchten deshalb die verantwortlichen Politiker auf. Schließlich machte sich ein Politiker der Opposition Luft. 10 Milliarden Euro
Einnahmen aus der Tabaksteuer entsprechen vielfach schon den Haushalten kleiner Staaten. Und sich von der Sucht der Bevölkerung abhängig zu machen, ist schon ein gewisses Problem, wenn es um die Finanzierung von Staatsausgaben geht. Die Bundesregierung verhält sich hier zwiespältig. Es ist natürlich fragwürdig, wenn Philip Morris der Bundesregierung Nikotinkampagnen, Anti-Nikotin-Kampagnen finanziert. Also hier muss auch mal der Finger in die Wunde gelegt werden. Das ist absolut unglaubwürdig. Die deutsche Regierung bekommt eine Menge Geld von der Tabakindustrie. Der Haushalt von Tansania beträgt etwa 7 Milliarden. Das ist im Vergleich nichts. Wenn die Raucher keine Zigaretten mehr kaufen, wäre mit diesem Tabak kein Geschäft mehr zu machen. Sollen sie doch lieber Kaugummi kauen oder sowas. Vielleicht schaffe ich es sogar, einen der Top-Leute von Remsma zu treffen. Ich habe keinen Kontakt. Ich gehe der Sache nur nach, weil ich weiß, dass sie Tabak in Tansania einkaufen. Um meine Geschichte abzuschließen, ist es für mich wichtig, dass sie mir etwas sagen. Die wollen mich nicht sprechen, aber ich versuche es weiter. Vielleicht sollte ich mit einem Fallschirm hineinspringen. Ich habe zwei Journalisten hier aus Tansania in Filmaufnahmen. Wissen Sie da gerne etwas von, wie wollen wir uns verhalten? Darf ich ein paar Minuten mit Ihnen über Tabak sprechen? Denn ich bin aus Tansania, wo der Tabak angebaut und zu Ihnen exportiert wird. Sie haben keine Zeit? Warum? Okay, thank you. Okay. Ja, hallo. They have no time for me. Sie haben schon wieder keine Zeit für mich. Sie sagen, ich sollte lieber später Herrn Hahn anrufen. Okay, offenbar wollen Sie mich nicht sehen. Dann muss ich Sie wohl übers Internet erreichen. Ich möchte, dass der Fall weltweit bekannt wird. Nur wenige Deutsche wissen überhaupt davon, was uns Remsma alles antut. Aber wie soll ich dagegen kämpfen? Ist die Frau die Hüterin der Tradition, der Familie, der Erziehung und Kultur. Und bei der Ausschau nach den Märkten der Zukunft haben sich die Tabakkonzerne mit gierigem Blick auch hier die Mädchen als Rauchopfer auserkoren. Seele, Herz und Lunge des afrikanischen Kontinents öffnen sich der Invasion der Marlboro Cowboys und Camel-Karawanen. Auf dem schwarzen Kontinent rattern die Zigarettenmaschinen. Die steigenden Raucherzahlen in der dritten Welt lassen die Herzen der Investoren höher schlagen. Eine Studie der Weltbank besagt, dass in den kommenden 3 Jahrzehnten mehr Menschen an den Folgen des Tabakkonsums sterben werden als an AIDS, Malaria und Tuberkulose zusammen. Sie gehören also einer neuen Generation von Frauen an, die rauchen.
Wir sind die neue Generation und die raucht eben. Ich habe Spaß am Rauchen. Dass man in Marokko nicht raucht, ist nicht, weil es ungesund ist, sondern weil es ein Tabu ist zu rauchen. Hier in Marokko tut man das ganz einfach nicht. Die Frauen rauchen heimlich in den Toiletten, immer im Geheimen. Das ist nicht gut so, weil jeder selbst entscheiden sollte. Jeder soll tun, was er mag. Ich zum Beispiel bin von zu Hause fort, weg von den Eltern. Ich lebe allein. Spielt dabei die Emanzipation der Frau eine Rolle? Die meisten Frauen, die rauchen, leben allein. Aber ich glaube doch, dass sie eigentlich rauchen, weil sie einsam sind. Überall beginnen Frauen und junge Mädchen mit dem Rauchen und sie verletzen damit eigene kulturelle Traditionen. Die Tradition des Islam und ebenso die konfuzianische Tradition, dass anständige Mädchen nicht rauchen. Mir macht es Angst, dass gerade gebildete junge Mädchen in den Städten mit dem Rauchen beginnen. Das ist keine Emanzipation, sondern eine Knechtschaft. Sie bewegen sich von einer Sklaverei in eine andere. Aber wenn Frauen rauchen, sterben sie genauso wie Männer. Eigentlich sind die Folgen für Frauen ja noch schlimmer, weil Frauen noch die zusätzlichen Probleme der Unfruchtbarkeit und des Muttermundkrebses bekommen. Would you give a cigarette to your unborn child? You do. Every time you smoke while you're pregnant. Pregnant mothers, please. Don't smoke. Of course, you go around the town. Sehen Sie sich nur einmal hier in der Stadt um. Alles voller Zigarettenplakate. Rauchen gilt als modern und schick, besonders bei jungen Männern und Frauen. Die sehen Werbung und glauben, dass sie mit einer Zigarette begehrenswert und exotisch wirken. Die hat die Werbung auf den Plakaten und in den Tageszeitungen schon ganz schön im Griff. Es gibt den Schönheitswettbewerb, bezahlt von der lokalen Zigarettenfabrik. Die machen gern solche Events. Man sammelt ein paar Mädchen mit runden Hintern ein und die tanzen. Und die Reklame schreit, raucht, raucht. Und ich sah sie kostenlos Zigaretten verteilen. Three, all three. Now you discuss. Rauchst du? Nein,
Ich rauche nicht. Ich bin ja noch zu jung dafür. Ich würde schon gern rauchen, aber ich weiß nicht so recht, warum. Mir hilft das Rauchen gegen Hunger, echt. Wenn mein Magen knurrt, dann zünde ich mir einfach eine an. Ausgerechnet in Ihrer Zeitung haben wir ganzseitige Anzeigen der Tanzania Cigarette Company gefunden. Na klar, die Verleger sind von Anzeigen abhängig und bekommen viel Geld dafür. Für jede Seite etwa das Doppelte meines Monatsgehalts. Und wenn Sie nun ganz offen über die Probleme mit diesen Tabakmultis in Ihrem Blatt schreiben würden, könnte das für Sie Folgen haben? Ja, dann weiß ich auch nicht, was passiert. Vielleicht feuern Sie mich als Redakteur. Wenn ich einen Artikel schreibe, den meine Zeitung nicht drucken will, dann schicke ich ihn ganz einfach zu diesen Zeitungen und Zeitschriften nach Hamburg. J'en connais qui préfèrent matin bonheur comme café. J'en connais qui aiment au lit comme une nana. J'en connais qui aiment au lit comme une mousse, mousse. No more cigarette, no more cigarette, Habana. Papa. Habana, no more cigarette, no more cigarette, Habana.